Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und heute haben wir schon Türchen Nummer 15. Und das heißt, wie wir gesagt haben, gehen wir ja auch endspurt zu Türchen 24. Und auch heute haben wir etwas für euch vorbereitet. Und das wird euch das vorzeigen. Ich würde sagen, ohne groß umzureden, geht auch schon los mit Adventskalender Türchen Nummer 15. Viel Spaß. Und zwar, folgendes. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen T-Flip-Flop baut. Und das bedeutet, dass wenn man einen Button drückt, dass dieser Button eigentlich unendlich gedrückt bleibt. Ja. Und das soll ich zeigen, wie man das baut. Und zwar, um einmal ein Loch im Boden rein, auf einer Redstone-Switch. Da mal ein Piston nehmen. Und da auch, jetzt brauchen wir einfach ein Loch mit Redstone oder so. Und jetzt brauchen wir hier sowas hier. Ja. Machen wir hier Redstone. Wenn die Seiten Redstone Torches. So. Und wenn man nun das jetzt hier verbinden, so und so. Und ich mache mal das hinteren Seite. Also was macht. Ups. Aber das von hier. So. So. Und jetzt hier ein Piston setzen. So schön oben. Oder zum Beispiel auch eine Redstone Lamp. Ist eigentlich sehr cooler jetzt. Und eine Redstone Lamp einfach hier hin. So. Und jetzt der Button. So. Und wenn man nun diesen Button hier drücken, dann. Also eigentlich ist das ja so, dass wenn wir mal ein Ding jetzt hier machen und jetzt hier so ein Signal so. Jetzt würde ich die Pisten oder sowas hier machen. Jetzt hier einen Button platzieren. Jetzt drücken dann. Zieht er sich wohl wieder eine Piste, weil Button halt eine kleine Kürzungssignal hat. Mehr nicht. Ja, aber jetzt zeige ich euch, das ist unendlich bald. Also wir drücken jetzt den Button, wie ihr seht. Ey. Bleibt immer ausgefahren. Ja. Die Lampe bleibt jetzt immer für immer an. Geht natürlich wieder den Knopf drücken. Nun, dann geht's wieder aus. Wieder drücken und zieht wieder an. Für immer. Und ja, wieder aus. Und ist wieder ausgefahren. Und zwar, wenn wir den Block hier drücken, dann fährt sich dieser Piston aus. Der schiebt hier, also der, wenn wir den Knopf hier drücken, dann dieser Piston zur Seite, zieht sie wieder rein. Dieser fährt aus, geht jetzt mit diesem Block hier über die Redstone Torch. Und da jetzt der Block über die Redstone Torch ist, leitet das Redstone, die Redstone Fackel, das Signal dann unendlich hier an das Redstone hier aus. Und ja, das ist schon die Sache, wobei eigentlich ja, was wir sehen, eigentlich zieht dieser Piston hier den Block nach da und der zieht das Block nach da. So. Ist auch egal, ihr seht, die Lampe bleibt immer an. Gut, das wäre gewesen von diesem Türchen des Minecraft Adventskalenders. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da und dann sehen wir uns morgen beim 16. Türchen wieder und tschüss.